Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 2. Ja, ich habe hier nochmal einen Schluck Wasser getrunken und jetzt gehe ich wieder ins Dorf. Das Licht hat sich irgendwie schon verändert. Ich schätze mal... Oh, Jahreszeiten und Schlaf. Es gibt 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Saison wechselt automatisch nach 3 Tagen. Viele Dinge hängen von den Jahreszeiten ab, einschließlich der Aussaat und Erntezeiten für verschiedene Getreide- und Gemüsesorten, sowie die Verfügbarkeit von Wildnahrungsmitteln wie Beeren und Pilze. Während der verschiedenen Jahreszeiten herrschen unterschiedliche Temperaturen, weshalb du geeignete Kleidung dafür bereithalten musst. Du kannst zwischen 19 Uhr und 7 Uhr in einem Bett oder am Feuer schlafen. Das Schlafen am Feuer stellt die Gesundheit nicht wieder her. Das Schlafen im Bett ein wenig. Na toll. Naja, und für die Gesundheit brauche ich dann noch Johanniskraut. Und wie viel Uhr ist es zurzeit? Vielleicht erfährt man das hier weiter ab. Inventar, Fähigkeiten, Journal. Okay, ich bin 18, das ist gut. Vielleicht auf der Karte. Es ist Frühling, 18.06 Uhr. Okay, ich muss also in einer knappen Stunde muss ich schlafen. Wie soll ich denn in der knappen Stunde ein Bett auftreiben? Vielleicht lässt mich der Typ ja irgendwie bei sich pennen. Und ich brauche was zu essen. Oh, die sind schon reingegangen. Der ist noch unterwegs. Mal gucken. Und das ist ein Kind. Ich spreche trotzdem mal. So. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Okay, Entschuldigung. Meine Mutter sagte, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Gut. Der verkauft hier oben. Karotte. Stehlen? Nein. Einfache Fackel. Stehlen? Nein. Vielleicht finde ich ja seine Mutter. Ich fange doch hier nicht gleich am Anfang schon mit Stehlen an. Oh, da ist jemand am Feuer. Das ist gut. Tja, da hätte ich vielleicht Karotten kaufen können. Aber nun gut, der kleine Junge wollte ja nicht mit mir sprechen. So, ich spreche mal mit ihr. Okay. Aha. Sie sagt, hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Okay, die kann man sich ja mal merken. Die wäre doch geeignet zum Anschließen. Aber das macht ja erst Sinn, wenn wir irgendwie was haben. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, warum geht es, sagt sie. Hast du den Adligen gesehen, der gerade hier vorbeikam? Ich hörte die Leute sagen, dass er tolle Gewänder trug. Das probiere ich mal. Das Aussehen ist nicht alles, weißt du? Okay, ich werde jetzt gehen. Gut. Vielleicht sollte ich mich einfach auch an das Feuer setzen. Mal gucken. Oder ich versuche mal, vielleicht haben die ja was zu essen für mich. Leonhard. Hallo. Aha. Also ich könnte was über die Jagd fragen oder von der Feldarbeit. Und ich kann es auch
bleiben lassen. Ja, ich glaube, ich lasse es bleiben. Die haben auch eher so leere Gefäße. Ich denke mal, ich setze mich da an das Feuer. Na? Ist ja immerhin noch ein Platz frei. So. Nein, ich will mich da nicht prügeln. Kann ich mich nicht hinsetzen? Rede ich mal mit Igor. Nee, der will irgendwie nicht so recht. Aber er sagt Hallo. Na, er soll auch nicht mit Fremden sprechen. Na gut, ist in Ordnung. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo erfahre, wie ich mich hinsetzen kann. Ausrüsten, dem Slot zuweisen, ablegen. Nein, hier nicht. Fähigkeiten. Sitzen. Keine Fähigkeiten. Gewinnung. Okay. Karte. Management. Keine Menschen. Technologie. Nee, da erfahre ich das nicht. Ich meine, zur Not bleibe ich hier einfach stehen. Ich gehe mal von hinten dran, vielleicht. Oder ich guck mal nach diesem Höckerchen, wo die Frau drauf gesessen hat. Vielleicht muss ich eh machen. Ja, also so kann ich mich wohin hocken. Ah, vielleicht kann ich mal bei den Tastenkürzeln gucken. Also, Einstellungen, Tastenbelegungen, interagieren wäre eh, ja. Ducken. Nö. Ich will mich ja nicht so richtig ducken, sondern eher... setzen. Tja, okay, also zurück. Und zurück. Fortsetzen. Na, dann stehe ich halt die Nacht durch. Was bleibt mir anderes übrig? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn der neue Tag gekommen ist. Hier habe ich jetzt mitten in der Nacht gerade eine Meldung gekriegt. IP. Wenn du durch einen Sturz aus der Höhe verletzt oder von einem wilden Tier angegriffen wirst, kannst du dich selbst heilen, indem du laubwegerig isst. Oh, das ist gut zu wissen. Er kann im Gras gefunden werden. Er ist anfangs schwer zu erkennen. Er hat große grüne Blätter und senkrechte violette Stiele. Okay, spitzwegerig und breitwegerig kenne ich. Laubwegerig klingt gut. Gut. Ja, wie spät ist es jetzt? Wir haben hier eine schöne Nacht mit Mond. Und ab und zu laufen da auch mal Leute mit Fackeln rum, wie man sieht. Und hier ist jetzt nur noch die junge Dame. Und mal gucken, wie spät es ist. Es ist jetzt immerhin schon 0.48 Uhr. Es zieht sich ziemlich. Aber, wo wir uns hier schon sehen, ich habe entdeckt, dass ich was zu essen habe. Hier nehme ich bei den Essenssachen.
habe ich Äpfel, Haferbrötchen und Trockenfleisch. Und hier diese Haferbrötchen, die geben ziemlich viel Gesundheit und Lebensmittel. Jetzt muss ich aber noch rausfinden, wie ich die essen kann. Ich guck mal, ob ich die hier irgendwie verschieben kann. Nee. 1 bis 8 dem Slot zuweisen. Gut, ich mach mal 1. Da hat sich jetzt nichts getan. Vielleicht hier. Essen. F. Essen. Gut, ein Haferbrötchen ist verbraucht. Und ja, ich bin jetzt schon nicht mehr so hungrig. Das ist doch gut. Und ich sollte vielleicht vorsichtig sein. Vielleicht esse ich noch ein Trockenfleisch. Davon habe ich mehr. Aber das sättigt, glaube ich, nicht so stark. Ja. Und ich hatte, glaube ich, hier noch meinen Wasserbeutel. Ah, das sind alle. Okay. Vorhin habe ich die hier nicht gesehen. Münzen habe ich auch. Das ist gut. Wo ist denn der Wasserbeutel? Vielleicht hier? Nein. Da? Irgendwie sah das vorhin anders aus. Aber ich meine, jetzt habe ich mehr interessante Sachen. Nur ich habe keinen Wasserbeutel mehr. Gut, dann muss ich bald wieder trinken gehen, denn anscheinend schwitze ich hier ziemlich. Ich könnte versuchen, in der Nacht ein bisschen rumzulaufen. Und was ich mir auch gedacht habe, hier diese junge Lady sieht eigentlich ganz nett aus. Und Mederika. Und vielleicht sollte ich mich doch mit der zusammentun, da die hier ganz neu ist. Und da ich jetzt auch was zu essen habe, ist die Situation ja nicht ganz so kritisch. Dann kann ich mich ihr vielleicht, oder kann sie auffordern, sich mir anzuschließen. Denn als Frau allein hat man es ja noch viel schwerer als Mann allein in so einer mittelalterlichen Zeit. Darum rede ich mal mit ihr. So, gut, ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Und sie sagt, ich habe gehört, du baust deinen Ruf aus, mach weiter so. Und ich denke vielleicht über deinen Vorschlag nach. Die Reputation, die erforderlich ist, ist 50. Vorhin hatten wir noch 50. Und jetzt ist meine Reputation schlechter geworden. Mal gucken. Okay. Vielleicht, weil ich nach dem Adligen gefragt habe. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Mir geht es gut. Was ist mit dir? Ich probiere es mal damit. Kann natürlich sein, dass meine Reputation dann noch schlechter wird. Tut mir leid, ich kenne dich noch nicht gut genug. Okay, gut. Und sie ist auch deutlich älter als ich. Newcomers. Die Bewohner deines Dorfes. Um sie zu überzeugen, in dein Dorf zu ziehen, musst du die richtige Anzahl an Dynastie-Reputationspunkten erreichen. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und mit Menschen in der Gegend sprichst, die sich vielleicht deiner wachsenden Siedlung anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schneller Ressourcen zu sammeln, die Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologien zu entwickeln und die Lebensqualität aller zu verbessern. Gut, das heißt, ich sollte wohl erstmal Haus bauen und so weiter. Und sie irgendwie überzeugen, dass ich ein toller Hecht bin. Ja, wenn sie sich mir nicht anschließen will, ist das in Ordnung. Es war eigentlich ein großzügiges Angebot meinerseits. Ich schau mal, ob ich ein Trinken gehen kann, also Wasser im Fluss, ohne dass es mir zu kalt wird. Mal gucken. So.
So. Ist natürlich so eine Sache. Ins Wasser gehen ist natürlich schon ein bisschen blöd, weil es da ja noch kälter ist. Und warum kann ich hier nicht trinken? Da war eben was. Hier, trinken. Gut, und jetzt schnell wieder raus und wieder zurück ans Feuer. Und kräftig aufwärmen. So. Uiuiuiui, das war jetzt aber kühl. So erfrischend. Jetzt gucken wir mal. Das ist, glaube ich, hier. Nein. Inventar. Oh ja, mir ist noch nicht zu kalt. Das ist gerade im guten Bereich. Ja, und immerhin habe ich jetzt ordentlich Wasser wieder. Und meine IPs, ob das hier die Herzpunkte sind. Na, auf jeden Fall bin ich jetzt gut gesättigt. Das ist dann wo, wenn ich vergiftet bin. Und dies hier. Wahrscheinlich muss ich da mal ein Häufchen machen. So. Okay, dann versuche ich mal wieder die Nacht rumzubringen. So, jetzt ist es kurz vor 6. Ihr seht, wie es hier schon heller geworden ist, aber sehr diesig. Ah, das Feuer ist aus. Die Frau sieht plötzlich ganz anders aus. Bestimmt ist jetzt 6. Ja. Okay. Dann können wir ja hier mal vom Feuer weggehen. Komische Geräusche. Ob das mein Hunger ist? Oh, da kommen sie alle aus den Häusern raus. Ich werde noch mal einen Happen essen. So, ich esse mal einen Apfel. Essen. Und noch einen. Und noch ein Trockenfleisch. So, und ich hoffe, dass der Hunger jetzt keine Geräusche mehr macht. Doch. Ist ja komisch. Und da sind irgendwie 2 Ausrufezeichen. Oh, und einer rennt da mit einem Vertrag rum. Kann man auch auf der Karte sehen, wenn ich hier so ranzoome? Das ist bestimmt auch schön da oben. So. Hier sind 2 Ausrufezeichen. Das heißt, es macht vielleicht Sinn, mit denen zu reden. So. Oh, wie sie alle wieder aktiv sind. Wir gehen da lang. Gehen wir hier auch mal hier hoch. So. Ob das der ist? Das könnte der sein. Oh ja, reden wir mal mit dem. Alvin. Okay. Hallo. Und ich sage, hallo, mein Name ist Razimir. Hallo, ich bin Alvin. Ich erkenne dich nicht. Bist du neu hier? Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ort für mich selbst, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Weiter. Und er sagt, nun, viel Glück. Jeden Tag bearbeite ich Felder. Tatsächlich tue ich jeden Tag dasselbe, Jahr für Jahr. Langweilt es dich nicht? Wenn ich du wäre, würde ich vor Langeweile sterben. Das sag ich. Okay, und er sagt, natürlich langweilt es mich. Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. Habe ich dich beleidigt? Entschuldige. So, es ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir damit helfen kann. Ich bin bald zurück. Okay.
Jetzt soll ich wahrscheinlich dessen Sense reparieren? Mal gucken. Im Journal sind die Quests. Quests. Ja, hier wird allgemein beschrieben, was es für Quests gibt. Alwins Geschichte. Ich traf Alwin. Ah, ich soll dem Alwin einmal einen Stock liefern. Na, das müsste doch gehen. Alwin, hey, wart mal, ich kann dir einen Stock geben. Verwende das hier als neuen Griff. Machst du Witze? Wie soll ich das benutzen? Gib mir die Sense, ich zeige dir, wie man das macht, sag ich. Und dann sagt er, okay, du hast mich überrascht. Bist du eine Art Handwerker? Wie hast du gewusst, wie man es macht? Ich weiß, wie man einige einfache Dinge schafft, sag ich jetzt. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, nicht wahr? Und er sagt, vielleicht. Ich bin ein Landwirt, wie mein Vater. Ich kenne nicht viel mehr. Und ich sag dann, man weiß nie, wann sich etwas in deinem Leben als nützlich erweist. Und er sagt, jedenfalls danke für deine Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sicher, der Roggen schneidet sich nicht von selbst. Bis nachher. Ja, tschüss. Gut. Okay. Und ist das hier der andere, dem ich helfen kann? Der Olaf. Sagt Hallo. Kann ich dir bei etwas helfen? Kannst du mir helfen, ein Problem zu lösen? Fragt er. Vor kurzem kam es zu einer Überproduktion dieser Tiere und sie wurden zu einer Bedrohung für das Gleichgewicht in diesem Gebiet. Kannst du sie loswerden? Sicher, ich werde sie zur Strecke bringen. Ich versuch das mal. Ich weiß noch nicht mal, welche Tiere gemeint sind. Okay. Ich werde jetzt gehen. Mit Tieren überfüllt. Also ich habe Gänsequaken hören. Gucken wir mal. Journal. Alwins Geschichte. Nebenquests. Die Zahl dieser Tiere ist zu hoch. Ich muss versuchen, sie zu reduzieren, um das Gleichgewicht in diesem Gebiet wiederherzustellen. Jagd auf Rabbit, also Hasen. Und als Belohnung kriege ich Geld, Essen und dynastische Reputation. Okay. Und vielleicht kriege ich auch noch die Hasen. Wo sind sie denn? Ich sammle hier mal noch so einen Birkenzweig. Denn man weiß ja nie, wofür man das benutzen kann. Sind das vielleicht diese Blattwegeriche? Nein. Eine nette Hütte. Das ist wohl eine reine Deko-Hütte. Aber hübsch. So. Oh, was ist das? Das ist Sackelzement, wie heißt der noch? Sonst weiß ich es immer. Eine meiner Lieblingspflanzen. Ist doch nicht zu fassen. Mir wird es wieder einfallen. Das ist auf jeden Fall kein Wegerich. Wächst aber auch immer an Wegen. So, bisher habe ich noch gar kein Kaninchen gesehen. Tja. Oh, ich bin schon wieder hungrig. Das ist ja furchtbar. Da hört man die Gänse schnattern. Ja, das ist im Dorf. So. Mm-hmm.
guck mal, ob ich da bei dem Kinderhändler was kaufen kann, da. Ob da jetzt jemand ist. Nee, das ist vielleicht gar kein Händler. Ach, wie süß, mit Babys. Ich frag ihn mal. So, zeig mir deine Ware. Aha, gut. Er hat nichts zu essen. Oh. Aber er hat einen Trinkschlauch. Kostet 200? Tja. Okay. Ja, ich werde jetzt gehen, ob ich da trinken kann. Nee. Also, dann mach's mal gut. Gibt's hier auch einen? Zeig mir deine Ware. Vielleicht wollen die Johanniskraut kaufen. Nein, will ich nicht stehlen. Ich stehle nicht. So, ich rede mal mit dem Mann. Ich denke mal, der hat nichts für mich im Angebot. Was ist da oben? Braune Hasen? Nein, eine sitzende Kuh. Die kann ich für 5000 Öcken kaufen. Mu, mu, mu. Und das? Ist das ein Kalb? Och, wie süß. So, auch nicht viel billiger. Aber die sehen cool aus, die Kühe. So. Wie lustig. Oh, ich muss schon wieder was essen. Ganz dringend. Ja, dann... Mein Haferbrötchen möchte ich eigentlich gerne aufheben. Na, es nützt alles nichts. Ich muss jetzt was Richtiges essen. So, und dann gehe ich noch was trinken. Und dann versuchen wir mal, ob wir irgendwas finden, was Wert hat. Was man vielleicht verkaufen kann. Ob wir Kaninchen finden. Stein brauche ich auch noch. Aber erstmal wird getrunken. Tja. Obwohl dieser Blattwegerich ist, oder Laubwegerich, haben sie ihn genannt. So. Da, jetzt kann ich trinken. Okay. Gut, dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.